Herzlich willkommen zurück bei Minecraft zur Neujahrszeit. So, da sind wieder Creeper, aber ich weiß gar nicht, da ist auch noch ein Creeper, das sind drei Creepers, vier Creepers sogar. Dann gehen wir doch einmal weg von denen. Die verschwinden sowieso, weil es Tag ist und am Tag sind die eigentlich gar nicht. Was sind das für ein Creeper? Neujahrs-Creeper oder was? Ich gehe erstmal zu meinem schönen Platz. Ich gehe erstmal zu meinem schönen Platz, der ist auf der Seite. So, was haben wir denn? Wir haben ja alles wieder Fleisch, haben wir auf jeden Fall. Oh, den will ich nicht begegnen. Den will ich auch nicht begegnen. So, schöne Pferde, bleibt mal da schön. Das ist ein schöner Pferd. So, dann würde ich sagen, haben wir jetzt zwei Stacks voller Weizen. Dann haben wir rote Beete, haben wir auf jeden Fall noch. Dann haben wir noch Bäume noch pflanzen. Wie machen wir das eigentlich? Hier können wir das doch machen oder vor unserem Haus eigentlich wollten wir eigentlich das machen, gell? Wir machen das vorm Haus. So. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Mohn. Eigentlich kann man auch mit Schaufel. So, ein bisschen Blumen sammeln. Dann haben wir hier noch, ja, jetzt haben wir genügend Blumen. So, ein bisschen was essen. Ja, ich hoffe, ihr habt schönen Silvester gefeiert. Ob das mit Freunden war oder mit Familie oder auch sogar alleine, ich weiß ja nicht. Vielleicht feiert ihr auch selber Silvester, eigen selber. Ja, verrottetes Fleisch habe ich wieder gefunden. Ja, wir müssen hier. Ah, ist auch wieder verrottetes Fleisch, das ist sehr gut. So, das war mein Handy, falls man das gehört hat, tut das mit Leid. So, das verrottende Fleisch, das machen wir einfach mal hier hin. Das brauchen wir nicht, Weizenkörner. Die Weizenkörner wollen wir nicht sparen, nehmen wir mal. Weizenkörner nehmen wir mit. So. Und dann würde ich sagen, machen wir das hier weg. Und dann machen wir doch schöne Blumenwiese hier. Ja. So, haben wir fast einen ganzen Mondfeld. Und dann würde ich sagen, machen wir noch die 10, 6 Löwenzähne da noch dazu.
haben wir noch schöne Blumenbeet vor uns. Sorry. Kies brauchen wir auch nicht. So. Jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal Bäume pflanzen. Pflanzen jetzt einfach mal hier ein bisschen Bäume. Bäume pflanzen einfach. So, die lassen wir dann einfach mal wachsen. So, das ist unser Baum. Dann machen wir noch einen anderen Baum. So, dann haben wir dann mal ein paar Bäume gepflanzt. Wir müssen hier noch mal. So. Nee, das müssen wir. Ich glaube, wir brauchen eine andere Erde. Können wir was mit der Erde machen? Nee. Können wir irgendwas mit Erde machen? Nö, nee, nö. Wir können leider nichts mit Erde machen. So, grobe Erde haben wir jetzt irgendwie verbraucht, aber das ist ein Schwachsinn. Ah, können wir gar nicht. Ja, dann sagt mir mal Bescheid, wie man hier so eine Farm aufbaut. Sonst muss ich hier immer in die zu den. Es wird gleich wieder dunkel. Ja, sagt mir mal ein bisschen Bescheid, wie man. Eine Farm aufbaut. Ich weiß gar nicht, wie man die Erde erdet, sozusagen. Dann muss ich auch die Erde nehmen. Solche Erde. So eine. Anstatt die grüne.
anstatt die hellgrüne. Ja, wir gehen jetzt erstmal zum Schlafplatz. Und das zwar in der Windeseile. Sagt mir mal in die Kommentare, wie man ja, zum Beispiel hier die grüne Erde, ich glaube, die benutzt man eher besser wie. Juhu! Da gehen wir rein. Da sind unsere schönen Pferde. Ah, schönes Pferd, ja? Zum Einschlafen. So. Ja, ich weiß, dass wir ein Villager-Dorf hier haben. Das weiß ich. Und da gehe ich auch erstmal kurz hin nochmal. Wir haben ja genügend Essen, haben wir ja. Da ist ein Villager-Dorf, das weiß ich. Muss ich mir erstmal anschauen, wie die das gemacht haben. Oder ich pflanze einfach da einfach die ganzen Sachen nochmal ein. Das kann ich natürlich auch machen. Nee. Wie macht man das eigentlich noch mal? Keine Ahnung, ich weiß es gerade gar nicht. Knochenmehl. Egal, müssen wir machen bei dem. So, ja, voll das Deck halt. Ich weiß gar nicht, wie man das hier macht, diese Erde hier, richtig. Vielleicht weiß das jemand, der Minecraft spielt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben unter dem Video. So, jetzt haben wir Weizen. Na, machen wir hier noch ein bisschen. Rote Beete. Rote Beete. So. Oh, da oben ist noch was. Oh, da können wir ziemlich viele abbauen. Schon mal. Ah, das passt doch. Wir können hier einfach wieder auf anbauen. Das machen wir doch einfach mal. Vielleicht brauche ich, wir haben jetzt Weizen, das heißt, da machen wir auch Weizen wieder rein. Unsere schöne Farm wollte ich eigentlich bei uns machen, aber das macht ja nichts. Wenn wir hier in der Nähe ein Wildschattdorf haben, das hier nicht so weit weg ist, dann passt es doch. Kartoffeln, oh, Kartoffeln haben wir hier. 35 Kartoffeln. Können wir die nochmal. Machen wir erstmal Kartoffeln nochmal. So, dann haben wir noch ein paar Kartoffeln übrig.
Ich sage, machen wir hier voller Weizen weg. Ja, unser Haus, das liegt da eh da hinten irgendwo. So, wir haben jetzt. Oh, wir haben immer noch Weizenkörner wieder. So, dann haben wir die 30 Weizenkörner natürlich. Haben wir doch mal schöne Weizen hier. Oh, hier mit Karotten. So. 45 Karotten, Kartoffeln. So. Meine schönen Kartoffeln hier. So, wir haben 21 Karotten. Jetzt haben wir genügend was zum Essen, hey Leute. Das ist sehr gut. Wir haben hier ein Villagerdorf, um hier ein bisschen farmen, eine schöne Farm zu bauen. Machen wir jetzt einfach mal die ganzen Weizenkörner erstmal weg. Weizenkörner können wir immer noch farmen wieder. Also mal schön viel Brot kaufen, backen. So. Wir haben ein bisschen Holz, haben wir. Können wir das doch einfach mal hier machen. Neue Brote haben wir. Kann man was mit den Kartoffeln machen hier? So, neue Brote. Aber wir brauchen das Knochenmehl. Ah, ne, da drüben haben wir noch was. Ui. Rote Beete haben wir jetzt auch wieder. Ich will von euch nichts erstmal. Ups, das war nicht so gut. Mal. So. Nee. Ah, jetzt habe ich die ganze Farm hier kaputt gemacht, wissen.
Ja, komm, machen wir einmal einfach mal weg. Nee, warte. Jetzt auch gleich wieder Nacht. Das geht dann auch schon wieder schnell, dass wir jetzt zurück müssen. Mach ich auch gleich. So. Ja, in die Sonne entgegen, da müssen wir jetzt eigentlich fast. Eigentlich wäre es hier schneller. Ja, da ist es auch schneller zum Schlafen, wie jetzt nach Hause zu gehen, zu unserem Haus. Und da haben wir doch schon mal ein bisschen was von unserer Essenfarm. Eigentlich wollen wir ja die Essenfarm bei uns machen. Ich werde jetzt auch schnell schlafen gehen. Wenn es mir hier erlaubt. Hier sind wir jetzt schon. Jawohl. Hat Fortschritte Hobbygärtner erreicht. Ja, ich bin Hobbygärtner. Wir hüpfen, juhu, wir hüpfen. Wir holen uns erstmal unser Knochenmehl, damit wir hier ein bisschen schneller arbeiten können. Ah, wir haben noch ein bisschen Glas, glaube ich. Ich glaube, das ganze Glas haben wir noch gar nicht uns abgeholt. Stimmt, das haben wir doch beim letzten Mal noch gemacht am Abend. Letzten Folge mal am Ende. Und dann werden wir irgendwann mal. So. Material hier. So, genau, Knochenmehl brauchen wir. Komplette zwei Knochenmehl, dann machen wir noch die acht dazu. Den Eimer machen wir weg, die brauchen wir jetzt erstmal nicht, die Eimer. Obwohl ein Eimer reicht da eigentlich mal. Erde. Ah, das brauchen wir nicht. Hier. Bruchstein. Kies, ach, das ist Kies. Und das ist das hier Kies. Okay. So, volle Ladung. Dann machen wir jetzt wieder zu. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zu unserer Farm. Juhu. Hin kurz ein bisschen, aber es passt. So, da ist unser Villager-Dorf wieder. Unser Farm.
Am besten schreibt mir mal in die Kommentare einfach, wie man die Erde richtig erden tut, damit man das so wie im Villager-Dorf aussieht. Da braucht man Knochenmehl oder so irgendwie. Ich weiß es aber nicht, wie man es macht. Knochenmehl brauchen wir eigentlich dafür gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Kann ja mal Knochenmehl ausprobieren, ob das so klappt dann auch. Schön viel Weizen. Jetzt wieder Weizenkörner. Oh ja, haben wir wieder. Aber wir haben jetzt hier viel Weizen. Dann können wir hier auch wieder mal Knochen nehmen wir mal hier hin. Noch mehr. Müssen wir jetzt aber noch wieder finden, wo die anderen sind. Aber sind hier hinten. Okay. Ist da auch noch eins? Ne, da ist nichts. Dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Ah, das sind die Kartoffeln. So, ein bisschen Weizen hier. Ja, kein Mal. Knochen mehr. Ah, Knochen mehr haben wir fast alle aufgebraucht schon. Das passt doch. Dann tun wir doch einfach. Heute kommt mal ein bisschen längere Folge von Minecraft. So. Mal wieder, haben wir ewig viele. So. Drüben können wir auch noch mal ein paar Farmen.
an unserer Watchbank. So heißt die Holzkiste da. Die haben wir hier. So, Kartoffeln. Was können wir mit der Kartoffel machen? Nix. Karottenrute. Okay. Aber haben wir ja mal genügend zum Essen. Zucker. Kürbiskuchen, ja, Kürbiskuchen haben wir ja gemacht, können wir mal machen. Aber so, aus Spaß halber. Ne, nochmal. Da müssen wir. Oh, wir haben gar keine Zunge. Die Flasche ist eigentlich fast zu gut. Aber ja, gut, da haben wir immer noch ein bisschen Fleisch übrig. Ja, wir tun jetzt mal ein bisschen farmen, wir tun jetzt ein bisschen was essen, aufbauen. Und dann können wir auch ganz beruhigt in die Höhle gehen. Und zwar, wir schlachten hier noch ein paar Schweine. Ich glaube, ich nenne die so Essenfarmen. Essenvorrat. So, so heißt die Folge heute. Wir werden da ja gleich sehen. So, Weizenkörner brauchen wir eigentlich nicht mehr. Erstmal schnell zu unserem Platz wieder, zu unserem schönen Schlafplatz. Das haben wir hier gleich erledigt. Haben wir noch ein bisschen Kohle? Ja, Kohle haben wir noch. Erstmal kurz schlafen, damit wir uns nicht noch irgendwas überraschen lassen. Überraschung. Okay, da brauchen wir eigentlich nicht mehr so viel. So, haben wir jetzt mal genügend Essen auf jeden Fall. Was wir brauchen ist Zuckerrohr. Haben wir schon mal hier ein bisschen Weizen. Weizen. Ah, Brot haben wir jetzt noch genügend. Das ist schönes Essen. Ah, rote Beete können wir auch benutzen mal. Tun jetzt erstmal hier noch Zucker bauen. 7 Zucker. Ah, Bücher haben genügend, glaube ich. So, dann gehen wir erstmal noch kurz nach außen. Zu unserer Wohnung. Ja, es wird ein bisschen länger werden. Diese Folge wird auf jeden Fall ziemlich lang werden. Ich will auch nichts rausschneiden, weil das macht ja auch keinen Sinn. So ein Stundenvideo ist vielleicht mal praktisch, mal so eine Stunde lang Minecraft. Ist vielleicht jetzt auch nicht so ganz spannend, aber wir brauchen einfach ein bisschen mehr Essen. Und daher lohnt sich das doch einfach mal ein bisschen, die Farm auszubauen. Eigentlich wollte ich die Farm bei uns hier vorm Haus
bauen, aber ja, müsste mal sagen, wie man die Erde so wie beim Villager-Dorf macht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. So, wir holen uns ein bisschen Zucker noch. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zucker. So, viel Zucker hole ich mir nicht. Ich glaube, 10 reichen. Und dann haben wir mal noch Kürbis. Und das Ei brauchen wir auch noch, genau. So. Können wir hier mal Kürbiskerne. Oh, da können wir uns Kürbiskerne noch machen. Aber das ist gut. Juhu. Schönes Essen, schönes Zucker. Lederbrom. Ah, wir haben Leder. Wir haben 5 Leder. Da könnten wir doch auch ein Buch noch machen. Bücher, Bücher, Bücher. Bücher. Perfekt. Das heißt, wir können noch so. Können noch uns nochmal Bücher bauen. So, haben wir 5 Bücher. Heißt, wir machen hier wieder. Ach, unsere Schere. Einundfünfzig Bücher, das passt doch. Lederhose, ja gut. Verrottendes Fleisch, das nehmen wir auch mal mit. Feuerstein. Schwarzpulver, was kann man mit Schwarzpulver machen? Kann man irgendwas mit Schwarzpulver machen? Trichter. Nein, Trichter brauchen wir auch gar nicht. Okay. Fermentiertes Spinner, oder? Brauchen wir eigentlich gar nicht. Pro Borsch. Was heißt Borschtisch? Borschtisch. So. Das brauchen wir eigentlich alles noch nicht. Glasflasche, okay, Glasflasche. Ah, Glasflasche können wir auch machen. Warte mal. Ja, so viel Glas brauchen wir eigentlich auch nicht. Und Glas haben wir genügend. So, 12 Glasflaschen passen doch mal. Ich glaube, die brauchen wir sowieso. Kann man mal gebrauchen. Den nehmen wir auch noch mit. Apfel nehmen wir auch noch mit. Bücher, die nehmen wir auch noch mit. Die machen wir auch rüber rein. Pilze, die können wir. Pilze können wir auch essen, oder? Ach Gott. Zwei Pilze, die kann man jetzt nicht essen. Die nehmen wir trotzdem mit. Was kann man dann noch mitnehmen? Ja, ein bisschen essen lassen wir natürlich hier auch da. Haben wir mal ein bisschen Vorrat auch noch haben, falls wir irgendwie wieder sterben.
Das lassen wir komplett da. Ja, genau. Daheim haben wir einfach ein bisschen Vorrat, bis wir dann wieder. Und einen goldenen Apfel lassen wir auch da. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir doch wieder zurück. Oder, ne, wir können ja verabschieden hier. Wir gehen hier mal schön hoch. In unserem Haus wieder. In das oberste Stockwerk. Juhu. Ja, dann haben wir doch mal ein bisschen Essen hier. Reichlich Essen. Ja, und dann würde ich sagen, nehmen wir das doch auf. Nächstes Mal machen wir noch ein bisschen in die Truhe da hinten rein. Das Ganze hier, was wir hier noch ein bisschen was haben. Ja. Und dann tun wir doch mal ein bisschen nach Diamanten suchen. Claystone und so. Dann werden wir ein bisschen was haben. Ja, um vielleicht was zaubern können oder so. Ja? Auf jeden Fall in den nächsten 2 Folgen gibt auf jeden Fall die Höhlen suchen wir durch. Glaube auch, können wir auch ohne Rüstung eigentlich machen. Wir ziehen uns die Rüstung aus, damit die Rüstung auch. Ja, dann sterben halt. Aber gut. Nee, wir lassen die Rüstung an. Egal. Auf jeden Fall findet ihr wie immer das letzte Video unten verlinkt. Und alles weitere findet auch in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch noch wieder ein frohes neues Jahr. Das ist nochmal herzlichen Dank. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Am 2. Januarstag, zweiten Tag des Jahres 2018. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.